Der monatliche Hörspiel-Podcast von und mit Olaf von der Heidt und Martin Stelzle. Prosit Neujahr. Nee, noch nicht, ne? Nee, noch ein bisschen warten. Kannst aber schon mal das Blei warm stellen. Warm stellen? Weißt du, wie lange das dauert? Ja, deswegen, das ist jetzt schon ein bisschen... Anhauchen. Mhm. Ja. Ja, wir sind's wieder mit dem Orcast. Haben wir wieder Hallo. So was eingepackt. Guten Tag. Ja, guten Tag auch. Titel haben wir auch. Haben wir. Und zwar lautet der... Die Teufelskicker werden aus dramaturgischen Gründen vorgezogen. Klammer auf, heute ohne Pferd, Klammer zu. Auch ein merkwürdiger Titel. Das ergibt keinen Sinn. Im Gegensatz zu den ganzen anderen Titeln. Genau. Ja. Und ansonsten ist eigentlich so alles wie gehabt. Also wie die letzten 2-3 Monate zumindest wie gehabt. Das heißt, es gibt die zwei großen Blöcke. Den ersten Block, das ist der Blick in die Zukunft. Wir schauen voraus, was denn im Hörspielmonat Januar, der vor der Tür steht, mit dem neuen Jahr, was da auf euch wartet. Und dann blicken wir im zweiten großen Block auch wieder zurück, was es im Dezember alles gab, und bringen danach noch ein paar Reste, entweder aus dem November oder das, was wir im Januar vielleicht verbaselt haben im Vorausblick, weil wir es noch nicht wussten oder so und wir das dann auch schnell in den zweiten Teil mit einpflegen würden. Genau, dann gibt's Gedöns und zum Abschluss bestimmt wieder was Feines. Ja, schauen wir mal. Ja. Obwohl ist ja Weihnachten ist rum, Bescherung ist auch rum. Dann mal gucken. Was Saures. Ja, irgendwas. Ja, Hauptsache was. Ja, komm jetzt. Rein, bringen wir es hinter uns. Die Leute warten. Frohes neues Jahr. Sonntag, 1. Januar. Da geht's los. Den Auftakt des Jahres macht die SRF Musikwelle. Da gibt's dann wieder den allmonatlichen Klassiker. Wir und auch ihr wisst noch nicht, was es denn sein wird. Wir lassen es dann verlautbaren im Rückblick. Aber so können wir nur sagen, da gibt's was und das lässt sich dann auch downloaden. Ja, im Radio geht es morgens um 8.05 Uhr beim Deutschlandradio Kultur unter anderem los mit dem Hörspiel Das Gespenst von Canterville nach Oscar Wilde. Das ist die Orchester-Hörspielfassung von Henrik Albrecht aus dem Jahr 2006. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die kenne ich gar nicht. Ich glaube, das war aber so eine der ersten, meines Wissens. Also ich habe es auf CD hier, mit Pauken und Trometen. Trompeten. Habe ich garantiert gehört. Ich kriege es jetzt aber auch nicht mehr auseinanderklabustert, ganz ehrlich gesagt. Ich habe es, glaube ich, tatsächlich nicht gehört. Ich glaube, ich habe so zwei Stück, die ich nicht gehört habe. So Aha. Die ersten. Ja. Jo. Warum auch immer. Nee, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Vom Märchen her und dann, wenn man Besetzung anguckt, Laura Mehr, Peter Fricke und Stefan Kaminski. Was soll da schief gehen? Ja, kann man eigentlich blind empfehlen. Absolut. Ja. Dann, das hatten wir euch das letzte Mal mit Freuden präsentiert. Ein sehr schönes Märchen, was für die Kleineren von Otfried Preußler, dass es beim DAV auf CD gab, nämlich Hörbe mit dem großen Hut. Das läuft dann auch Januar, genauer gesagt am 1. Januar 14.05 Uhr im NDR Info. Dort wird er aufgeteilt in zwei Teile. Dort eben der erste Teil des ganzen Jahr. Und das könnt ihr euch sehr, sehr gerne anhören. Das hat großen Spaß gemacht. Ebenfalls 1. Januar gibt es eine Ursendung bei SR2. Um 17.04 Uhr gibt es das Hörspiel Schwanengesänge von Fabrice Melchior, denke ich mal, heißt er. Nee, Melchior. Melchior. Ja, aber eigentlich ist das bestimmt ein Druckfehler, oder? Weil nach einem Q muss da eigentlich immer ein U kommen. Nee, der heißt Melchior. Sicher? Ja. Gut. Nein. Weil unten steht er mit U. Dann ist unten bestimmt ein Fehler. Ja, okay. Also von unserem Freund Fabrice. Der hat das Hörspiel erdacht und das gab es schon als Live-Version. Ich glaube, im Oktober, November lief das schon mal bei SR2 und jetzt gibt es die Studiofassung. Auch ist das ja recht üblich bei SR2, dass es beide Fassungen von diesen alljährlichen Hörspielen gibt. Und wie gesagt, die Schwanengesänge laufen als Studiofassung dann am 1. Januar um 17.04 Uhr. Dann sind wir immer noch beim 1. Januar. Da gibt es um 18.20 Uhr ein Hörspiel im SWR2 und zwar ist das ganze Hörspiel des Jahres 2004 sogar geworden. Für eine bessere Welt von Roland Schimmelpfennig und am Regiepult saß Leonard Koppelmann. Dann wird der Stift aus der Hand. Nämlich, weil das, was jetzt kommt, ist interessant. Am Montag, den 2. Januar, wird ein Hörspiel neu erscheinen oder wieder erscheinen, was ich glaube, wir gar nicht so richtig vermisst haben. Und zwar Nocturnas Geisterstunde, Folge 1, Der Fluch, die Nacht der zwei Monde.
Das ist ein Hörspiel, das haben wir euch 2015, glaube ich, schon mal vorgestellt. Ja. Nicht nur glaube ich, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir euch das vorgestellt Haben wir. haben. Und wir waren, glaube ich, auch beide nicht so angetan. Das war, glaube ich, Eindeutig, gar ja. nichts. Nicht so besonders. Ja, warum das jetzt nochmal neu? Also ich kann jetzt auch nicht erkennen, dass jetzt irgendwie, dass wir irgendwas hätte ändern wollen, weil Klappentext ist der gleiche, die Sprecher sind, wie ich es in Erinnerung habe, auch die gleichen. Ist komisch, ja, verstehe ich auch nicht. Ja, Ja, die einzige aber na Möglichkeit gut. wäre, dass es so gut verkauft wurde, dass halt man quasi eine neue Auflage hinterher schiebt. Weiß ich nicht. Ja, wäre ja schön, wenn es so wäre. Ja. Naja, komm, ich mach gleich den Umklapp. Ach ja, mach doch mal. Im Ich hol's Deutschlandradio schnell. Kultur von Sonntag auf Montag gibt's eine Ursendung und zwar eine ja, Eigenproduktion von Dominik Busch. Draußen im Watt leg ich dich hin. Ja, so heißt das. Ja, apropos Ursendung, auch um 14 Uhr bei SRF1 gibt es eine, und zwar das Hörspiel Die Eltern, Brennertal bis Postpubertär von Simon Chen, Stefanie Grob, Matto Kempf, Sandra Künzi und Gerhard Meister. Das Ganze ist eine Produktion des SRF noch aus dem Jahr 2016 und ist auch vom Verlag der Gesunde Menschenverstand erstellt. Gibt's den noch? Den Verlag, ja, der Gesunde Menschenverstand an sich ist, glaube Ja, ich, gerade verlustig Gassi. gegangen, ja. Dann Montagabend gibt es auch wieder einen Krimi-Termin. Das bleibt auch im neuen Jahr so im Deutschlandradio Kultur. Der Name wird sich nur bald ändern. 21:30 Uhr, eine Ursendung und zwar Die Schuld des anderen von Gila Lustiger. Deutschlandradio-Produktion natürlich. Vorgestellt hatten wir euch schon das Hörspiel Das Haus meines Vaters hat viele Zimmer von Arno Geiger. Das ganze Hörspiel könnt ihr nochmal am 2. Januar um 22 Uhr bei MDR Kultur hören. Dann geht es auch im neuen Jahr weiter mit dem Bibelprojekt. Was heißt weiter? Die Produktion ist ja aus dem vergangenen Jahr dann. Der Titel heißt Stark wie der Tod, eine biblische Liebe von Navid Kermani. Und das Ganze gibt es zu hören am Dienstag um 14:05 Uhr im HR2. Ja, in dieser ersten Woche könnt ihr auch die nächsten Teile vom Orientzyklus hören. Nach Karl May, der WDR hat das ganze Jahr im letzten Jahr irgendwann im Herbst schon mal ins Programm genommen, die ersten 6 Teile gesendet, und jetzt gibt es die Teile 7 bis 9 und 10 bis 12. Und zwar geht's los am Dienstag, den 3. Januar um 19:04 Uhr auf WDR3. Und dann wird immer Dienstags, Mittwochs, Donnerstags gesendet und die Woche drauf genauso. Sag mal, du hast das Ding doch gehört, oder? Ja. Bestimmt. Weil es bei mir immer noch rumsteht und ich habe es immer noch nicht gehört. Und ich mir nie so genau erklären konnte, was ist das denn jetzt eigentlich? Ist eine doofe Frage, ich weiß, aber es geht ja Ja, eigentlich das um sind Karl May, ne? Und. ja die Fassungen der Orientromane. Ja, aber im Zentrum steht doch dann immer Karl May, oder Ja, der wie ist ist denn da, das? also man wird also quasi so in den Rückblicken, also es ist so eine eigene Ebene, wird also so Aha. Karl May aus der Rückschau da Okay, beleuchtet. also das ist quasi so eine zweite Also Ebene, die da aufgemacht ist. genau. Okay, Genau, alles also man klar. erzählt die Storys an sich schon, aber man hat die Besonderheit daran, dass man halt Karl May so einbindet und dann so quasi so erzählt und wie es dann quasi zu diesen Geschichten dann mitkam. Okay, Ja. ja, das ist ja spannend eigentlich, ja. Ja. Dann gibt es eine weitere Ursendung und zwar am Dienstagabend 19:20 Uhr, das Ganze im SWR2. Und zwar gibt es da das Hörspiel Schalldämpfer-Melodie, den zweiten Teil aber schon, denn der erste Teil lief dann Ende Dezember von Genau. Christian Berner und Frank Schildke. Beim Bibelprojekt geht es auch munter weiter. Am Mittwoch, 4. Januar, 14:05 Uhr, gibt es die nächste Folge bei HR2, und zwar Judith, ein Hörspiel von Lothar Trolle. Dann gibt es den nächsten Teil des Orientzyklus, Teil 8 dann schon am Mittwochabend 19:04 Uhr im WDR3. Und nochmal ein Bibelprojekt, auch am Mittwoch um 21 Uhr im HR2, Superpsalm von Hermann Kretschmer. Dann ein Hörspiel für Freunde der Oper, und zwar Primadonna von Thomas Vogt, eine WDR-Produktion aus 2010, das auch wieder so mehr zu dieser seltsamen Mischung aus Hörspiel und Feature ist. Für meinen Geschmack ein bisschen viel mehr Feature als Hörspiel, aber es ist interessant. Man kümmert sich um den Begriff der Operndiva und versucht das da so darzustellen. Und anhand von verschiedenen Beispielen, was dem Ganzen auch so einen gewissen Pfiff und Witz verleiht. Das fand ich eigentlich ganz witzig, und tatsächlich, obwohl es jetzt nicht so direkt mein Format ist, wurde ich da ganz gut unterhalten. Und also wer Interesse am Thema Oper hat und insbesondere am Thema Operndiva, der sollte hier durchaus mal einschalten. Läuft am 4. Januar 21:30 Uhr beim Deutschlandradio Kultur. Dann am Donnerstag um 14:05 Uhr im HR2 das nächste Bibelprojekt Maria von Marlene Sterowitz. Ja, den Orientzyklus Teil 9 läuft am Donnerstag, 5. Januar, 19:04 Uhr bei WDR3. Dann gibt es ein Hörspiel des von uns ja sehr geschätzten Martin Heindl.
Und zwar am Donnerstagabend um 23 Uhr auf 1 Live. Und zwar läuft da Wie ein Lied. Eine WDR-Produktion aus 2012. Und ich habe das noch nicht gehört. Ehrlich nicht? Nee. Ich konnte es nicht hören. Ich wollte es jetzt nochmal hören. Ich habe es nicht mehr gefunden. Weg. Scheiße. Ich habe mal irgendwas zugeschrieben. Das könnt ihr ja nachlesen im Begleitheft. Aber tatsächlich kann ich es jetzt nicht mehr. Ja, ich hätte es gerne noch gehört. Schade. Läuft ja nochmal. Läuft ja nochmal, genau. Dann geht es am Freitag auch auf dem Markt quasi los. Und zwar gibt es ein paar Hörspiele im Handel. Und den Auftakt machen wir doch mal mit der Reihe Danger, die bei Maritim ja mit Folge 10 weitergegangen ist, Ende des dann vergangenen Jahres. Und jetzt gibt es eben zum Auftrag des neuen Jahres die Folge 11 und die heißt Bestimmung. Ja, es gibt auch eine neue Serie und zwar bei der Winterzeit. Und zwar heißt das Ganze Edgar Wallace löst den Fall nach einer Jugendbuchreihe von Dietmar Kügler. Der erste Fall heißt Der unheimliche Pfeifer von Blending Castle und darf mal gespannt sein. Also er ist sehr prominent besetzt. Hauptrolle spielt Jürgen Kluckert als Inspektor Bliss und ich könnte mir vorstellen, dass das schon was wird. Ja, Edgar Wallace. Naja, mal gucken. Ich bin nicht so ein großer Fan, aber naja. Aber ich könnte mir vorstellen, das geht ja so in die Richtung wie diese... Ja, mit den roten Covern, ich weiß, die Kassetten, ne? Und dem Schlüssel. Ja, genau. Mhm. Ja, stimmt, das war eigentlich ganz nett. Ja. Dann gucken wir mal. Ja, dann müssen wir erstmal was sagen, denn PDAX wird im kommenden Jahr nicht mehr 3 Hörspiele im Monat veröffentlichen, was ja schon ziemlich irrsinnig war. Also vom Output her ist das schon Wahnsinn eigentlich. Ja. Ist jeden Monat 3 Hörspiele. Das Ganze wird jetzt runtergeschraubt und jetzt bringt PDAX trotzdem monatlich immer ein Hörspiel nächstes Jahr. Und den Auftakt macht im Januar das Hörspiel Der Augenblick der Wahrheit nach einem Roman von Leif Davidson, ein Krimi, umgesetzt vom RBB aus 2004 unter der Regie von Christoph Dietrich. Ja, das ist ein Krimi, in dem es um einen Fotografen geht, einen sehr mittlerweile berühmten, berüchtigten Fotografen, der eben vor allem Prominente unter die Lupe, in den Fokus nimmt und halt schon diverse Karrieren quasi dadurch zu Fall gebracht hat, dass eben die Person unter nicht so schönen Umständen, nicht so vorteilhaften Umgebung abgelichtet wurde von ihm und das Ganze dann eben veröffentlicht wurde und so hat er sich eben ein ganz erkleckliches Einkommen gesichert dadurch. Ja, aber das ist halt auch ein bisschen problematisch, denn so ein Shop, der bringt halt dann nicht nur Gönner mit sich, sondern auch eine längere Feindesliste. Und es passiert dann etwas sehr Dramatisches. Ja, und bei diesem Ereignis kommt eben die Frau und das Kind dieses Fotografen Peter Leim ums Leben. Also es ist kein Unfall, wie, glaube ich, angenommen wird von der Polizei, sondern... Ja, ein Verbrechen steckt dahinter. Und höchstwahrscheinlich geht es dabei um Rache und darum dreht sich der Roman und dieses Hörspiel dann eben. Ja, das ist eigentlich von den Rahmenbedingungen her alles Suche, auch wenn man so die Besetzungsliste anguckt. Ja, das große Problem dieses Hörspiels ist, dass das eigentlich kein Hörspiel ist, so richtig. Sondern das ist ein ganz komisches Format. Also es beginnt eigentlich wie eine Lesung, und dann kommen wirklich minimals Geräusche und das kann man eigentlich schon nicht mehr als Kulisse bezeichnen, weil das ist in einzelnen Szenen sehr vereinzelt und es bringt da jetzt nicht sonderlich Lebendigkeit rein, dass eben Bilder vor dem Auge entstehen. Und dann im Verlaufe der Spielzeit kommen dann eben auch andere Personen zwar dazu, die aber alles in so einem ganz merkwürdigen Stil vortragen und halt nicht, es wirkt halt alles nicht wie ein Hörspiel. Ne? Also da wird, das klingt jetzt böse, wenn ich sage, da wird nicht groß geschauspielert, aber das wirkt halt alles wie ganz trocken gelesen teilweise. Also ich hatte damit so große Probleme, dass ich es tatsächlich dann, weil es ein großes Ding ist, das ist ein Fünfteiler ist es, glaube ich. Ja, also ich bin über den ersten Teil dann tatsächlich nicht hinausgekommen, weil ich eben auch überhaupt kein Fan von Hörbüchern bin. Ganz ehrlich gesagt, also wenn ein Hörbuch, da muss schon ganz viel passieren, damit mir das gefällt. Ich mag tatsächlich auch manchmal Mischformen. Hier bei Oettinger Audio kam ja öfter mal so Mischformen zwischen Hörspiel und Hörbuch raus. So ist, ja. Das kann schon funktionieren, aber in dem Fall, tut mir leid, das hat
Also das hat mich echt nicht gerissen. Und die Geschichte, das ist zwar durchaus spannend, keine Frage, aber halt auch nicht so sehr für mich interessant, dass ich da wirklich hätte lange zuhören und weiterhören können. Das ist, also ich würde das eher jemandem empfehlen, der keine Scheu hat, ein Hörbuch auch mal zu hören. Also mir nicht. Nee. Na gut, komm, dann weiter im Text, dann springen wir wieder ins Radio. Jo. Am Freitag, 6. Januar, gibt es um 14:05 Uhr auch das nächste aus dem Beagle-Projekt, und zwar vom Erlöser lernen von Dietmar Dart, bevor es dann abends um 0:05 Uhr in den Umklapp geht. Oh, den hast du ja aber schön gehört. Ich wollte noch sagen, dass die Musik da von Lars Rudolf ist. Bei dem anderen? Ja, genau. Ach ja, tatsächlich, genau. Bei dem vom Erlöser lernen von Dietmar Dart. Sollte man vielleicht mal hören. Ja, vielleicht. Umklapp. Ja, Um Umklapp. es nochmal zu erwähnen, haben wir euch schon vorgestellt, und zwar läuft da die Schwarze Wolke, und zwar der erste Teil von Fred Hoyle, die WDR-Produktion aus dem Jahr 1966. Hatten wir, ich glaube, vor einem Jahr oder so kam das bei PDAX raus. Ja, ist bestimmt her, oder? Ja. Also könnt ihr auch hier im Deutschlandfunk nochmals als Mitternachtskrimi hören. So eine schöne alte Science-Fiction halt, ne? Wo es nicht so knallt, sondern eher so ruhig zur Sache geht und mehr das, ja, auch so die Wissenschaft so stark im Fokus steckt. Das fand ich so geil bei dem Ding. Und dann das ins Philosophische so schön abrutscht durch den Kontakt mit dem Außerirdischen, dann fand ich super. Aber halt wirklich sehr, sehr anders auch. Trotz Science Fiction, mir hat es gut gefallen. Das heißt was. Ja, das heißt. Dann gibt es wieder ein Bibelprojekt am Samstag Nachmittag, 7. Januar, 14:05 Uhr im HR2. Evangelium Pasolini. Wir wollen sehen von Arnold. Wir wollen sehen von Arnold Stadler und Oliver. Nee, wir wollen sehen von Arnold Stadler, Oliver Sturm. Ich verstehe es nicht. Ist das von Arnold Stadler oder von Von Oliver beiden Sturm? Autoren. Von beiden. Wir wollen sehen, ist der Titel. Alles klar. Ja, 14:05 Uhr, nee, 19:05 Uhr gibt es bei WDR 5 und im Kira K ein Hörspiel von Karl-Heinz Kojnick, und zwar ein sechsteiliges gleich. Also die nächsten 6 Wochen könnt ihr euch die Termine samstags um 19:05 Uhr und sonntags um 14:05 Uhr jeweils vormerken. Da läuft jeweils eine Folge. Und zwar von den Räuber vom Yangshan Moor. Das ist ein Hörspiel, das uns ins ferne China entführt. Ein Hörspiel, wo ich ein bisschen zwiegespalten bin. Also einerseits für ein Karl-Heinz Kojnick-Hörspiel fand ich es eigentlich nicht gut genug. Also da haben mich andere Hörspiele viel mehr begeistert wie das. Wenn man es tatsächlich als einfaches Kinderhörspiel nimmt und ohne große Erwartungen dran geht, wird man bestimmt richtig gut unterhalten. Es ist ein richtig schönes, langes Abenteuer mit ganz viel Charme und Witz und ja, auch eine besondere Kulisse natürlich. Das hat man ja auch nicht alle Tage. Also so China-Hörspiele, die in China spielen, ist jetzt überschaubar, glaube ich, was es da gibt. Aber also ich finde es eigentlich recht gut, aber wie gesagt, also meine Erwartungshaltung bei Koenig ist da halt immens hoch, und da kommt man halt nicht ganz an die Klassiker dran von ihm, also an die Jesus und die Mühlen von Köln und ja, was es da alles gab. Also er hat ja ganz, Artus. ganz toll, der Artus, genau, eine ganz tolle Bearbeitung gehabt, und das, ja. Ist auch ein bisschen lang Aber geraten, fand ich damals. Ist auch schon sehr lange her, dass ich es gehört habe. Aber dadurch, dass ich das so ein bisschen zu so verzettelt in Einzelgeschichten, fand ich das ein bisschen lang geraten teilweise. ja, das ist ein bisschen anders als andere, Jo, dann ein Hörspiel, das wir euch schon mal vorgestellt hatten, nämlich Butchers Block. Das gibt's im SRF2 Kultur zu hören am Samstagabend um 20 Uhr von David Lindemann. ja. Ja, 21:05 Uhr bei NDR Info gibt es dann auch einen Krimi-Zweiteiler. Und zwar also am 7. Januar läuft der erste Teil, am 14. dann der zweite, jeweils 21:05 Uhr bei NDR Info. Und zwar Jörg Fausers Der Schneemann. Ich bin mir nicht sicher, also eigentlich meine ich, wir hätten euch das Müssten wir schon vorgestellt vorgestellt. haben, ja. Ja, habe natürlich den Link wieder nicht gefunden, wie das dann immer so ist. Bei den etwas älteren, die wir vor einiger Zeit schon im Orcast hatten. Ja, eine Gaunergeschichte mit Ingo Naujoks in der Hauptrolle, der dem Ganzen auch deutlich seinen Stempel aufdrückt. Es wird mit Klischees ordentlich gewirbelt, und insofern, wer solche Hörspiele mag, in dem es ja A, ein bisschen derber zur Sache geht und B, ja, tatsächlich nicht mit dem Griff in die Klischeekiste gegeißt wird, der ist hier genau richtig. Ich fand das wirklich ein schönes Stück, auch weil man Udo Schenkmann nicht als Bösewicht erlebt. Das ist ja auch irgendwas, was immer mal vorkommt. Ja, kann man gerne hören. Also mich hat das richtig gut unterhalten. Doch, das ist hackenunterhaltsam, fand ich auch. Ja. Ja, dann Kinderlein aufgepasst. Sonntag früh um 7:05 Uhr aufgestanden, MDR Kultur eingeschaltet. Da läuft nämlich Ronja Räubertochter von Astrid Lindgren. Ja, in der Variante des Funkhauses Berlin aus 1991, die ich nicht kenne. Ja, ich kenne sie, und
fand sie jetzt mäßig. Ist ein Mäßig. bisschen langweilig erzählt, ja. Also die Story ist ja eigentlich total super. Da gibt es ja, ich kenne jetzt also als Vergleichswert nur den Film von, keine Ahnung, von wann der ist. Aber wenn man das mal direkt ins Vergleich setzt, also das ist hier schon ziemlich präsig und jo, ging so. Also die Story ist super, aber so die Umsetzung, ja, hätte ein bisschen mehr Feuer vertragen können. Aber höret selbst. Oder eine Stunde später um 8:05 Uhr, Deutschlandradio Kultur, da gibt es ein weiteres Kinderhörspiel, nämlich eine Ursendung sogar, und zwar Karim und der Kater im Zug von Anna-Luise Böhm, Deutschlandradio Produktion. Ja, und wer noch nicht genug hat vom Bibelprojekt, ein bisschen was hat der HR noch zu bieten. Am 8. Januar, 14:05 Uhr, gibt es die nächste Folge Mulholland Drive, Magdalena am Grab von Patrick Roth. Also wie man die Bibel und David Lynch zusammenbringt, wäre auch Jo. interessant, ja. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Projekt einfach irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, ich finde das immer noch sehr merkwürdig. Dann gibt es die Wiederholung des ersten Teils von Die Räuber vom Liang Chang Moor um 14:05 Uhr am Sonntagnachmittag im WDR 5 Kira-K. Ja, Ja, dann dann. gibt es was Feines auf Oh die ja. Ohren und zwar, bitte? Oh ja, ich habe dich nur Ach so, du unterstützt. wolltest nur. Gut. Am Sonntag, den 8. Januar, 17:05 Uhr beim Nordwestradio läuft die Erstsendung von Sherlock Holmes und das Geheimnis des Weißen Bandes vom ersten Teil beim Radio Bremen. Das Ganze ist ja urgesendet worden, kurz vor Weihnachten im WDR und der RB, der co-produziert, bringt jetzt also quasi im Januar seine Ursendung. Ja, Horowitz hat mir, glaube ich, schon im letzten Mal so angeteased, also ist also quasi ja so beauftragt worden, so die offizielle Nachfolge zu erzählen und erzählt hier noch einen Fall, wobei ich nicht so ganz verstanden habe, warum man sich dann direkt am Anfang quasi das verbaut, dass man da später noch mehr Fehler erzählen will. Ja gut, wie dem auch sei. Also jedenfalls ist jetzt erstmal einer da. Also ich Und muss erstmal sagen, ich bin sehr, sehr begeistert, wie krass gut der Holmes eingefangen ist. Wie viel Holmes, die Horowitz gelesen haben muss, ja. um den so getreu hinzubekommen, das ist, also fand ich Also er hat auch total fantastisch, Ahnung, wirklich. also auch diese Verbindungen zu den anderen Fällen und so, die da drin sind, Absolut das ist fantastisch, schon wirklich. bemerkenswert, ja. Also da hat es den richtigen erwischt, von wegen Ja. offiziell. Ja, der Fall nach dem ersten, also beziehungsweise beim ersten Teil dachte ich, ja, so ist Holmes. So ein sehr typischer Sherlock-Fall, der einen jetzt, also im ersten Teil noch gar nicht so, ja, der läuft halt so mit. Wird spannend unterhalten, ohne das jetzt ganz Ja. despektierlich zu meinen, sondern es ist tatsächlich Aber so, wie man schon, Holmes vorstellt. schon mit so ein paar Im Besonderheiten. zweiten. Also gerade das Zugunglück ist ja kein Unglück, dieser Zugüberfall, der reißt einen dann doch aus dem Sitz. Also da war ich dann doch. Ja, von der Inszenierung her, ja. Ja. Das ist aber so ein typisches Holmes-Element, dieser Rückblick da, oder beziehungsweise diese Geschichte aus Amerika. Das ist ja auch Ja. so ganz typisch Holmes, ja. Wobei, also das hat für mich dann schon angedeutet, okay, es wird dann doch vielleicht so ein bisschen anders, weil das, also das hat auch, was die Musik anbelangt, ist Henning Albrecht, ne? Ja, Henning Ja. Albrecht, fantastisch, der dem Ja, der Ganzen hat auch vor allen so Dingen einen hammert man eigenen sich das Strich alt, dem gibt. alten Thema wieder an. Ja, aber Das trotzdem irgendwie so einen ganz ja, eigenen das war Schwing. aber Ich habe fand es ich halt gut. immer, ich habe es immer mit dem Baskerville verglichen, wie Ja. zurückhaltend der Baskerville war, und da wird er schon in die Vollen gegriffen teils. Ja, das stimmt schon, Und ja. schon so richtig fett Akzente gesetzt. Und das verträgt aber die Geschichte auch. Also das hat mir gleich im ersten ziemlich gut gefallen. Also gerade diese Zugszene, da reißt einen dann wirklich schön aus dem Sitz erstmal. Das stimmt, ja. Ja, dann im zweiten Teil geht es dann doch merklich böser zur Sache noch. Also aus diesem ganz normalen Holmes-Fall mit Geheimnis in der Vergangenheit wird dann schon was Spektakuläres. Und zwar gerät Holmes in die Schusslinie und wird verdächtigt, beziehungsweise alles deutet auch darauf hin, dass er tatsächlich schuldig ist und wird eingesperrt. Und Watson muss nun in quasi dieser fast kompletten zweiten Folge allein ermitteln. Was auch wieder ein interessanter Aspekt ist, der dem Ganzen dort auch nochmal was Besonderes gibt, bevor es dann im dritten Teil tatsächlich zum Ende kommt, zu einem Ende eines Handlungsstrangs. Und der geht ziemlich und plötzlich fällt einem wieder ein, ach, da war ja noch was am Anfang, was man so fast ein bisschen aus den Augen verloren hätte. Und dann wird dieser Fall richtig rund. Und da zeigt Horowitz tatsächlich sein Können, dass er auch diese ganzen Verknüpfungen sehr, sehr gut hingezaubert bekommt. Und also das fand ich dann zum Schluss hin richtig, richtig gut. Also so Absolut. vom Handwerklichen her ist das total gut gemacht. Es ist wunderbar erzählt, es ist wunderbar in der Zeit. Die Musik ist klasse. Also ich bin tatsächlich von diesem Holmes richtig begeistert. Und sehr interessant besetzt.
Also vor allem eine Personalie. Ja, wo ja schon so ein bisschen... Ja, meine dieselbe, die dritte, die auf unserer Liste Ja, steht. genau. Okay. Sehr interessant. Aber also eine Hammerbesetzung. Also Irm Hermann zum Beispiel auch, fand ich... Ja, toll. Also Irm Hermann ist einfach großartig, immer. Irgendwie. Ja. Da freue ich mich immer, die zu hören. Ja, und das Weil Duo, das also Frank Michael Röth ist ist einfach auch klasse, als Holmes, wirklich. Ja, Hut ab, Herr Pastewka, haben sie gut gemacht. Ah, und Hervorragend, hat ja. natürlich auch ein gutes Team. Also Viviane Koppelmann, die wir ja schon im Interview hatten, war dabei. Und Theresia Singer, die man ja von den Headroom-Sachen zumindest kennt oder kennen sollte, die können ja schon was. Ja. Theresia Singer hat damals, wie hieß es, Moorland, oder? Moorland, ja, stimmt. Genau. Koppelmann, ja. Ja, also alle Hüte ab. Das ist wirklich ein ganz großes Hörfest. Also wenn ihr es im Dezember verpasst haben solltet, Januar habt ihr noch mal die Chance, beim Nordwestradio reinzuhören. 17.05 Uhr am 8. Januar geht es los. Und ja, wer es CD da immer noch verpasst, das wird wird auch auch im rauskommen, ja. Frühjahr bei Goyalit als CD-Version erscheinen. Auch interessant, ja. Wie das denn bei Goyalit gelandet ist. Ja, weil die Buchvorlage ist bei dem Verlag, wo Goyalit quasi ah, mit dranhängt. Okay, interessant. Ja, daher. Weil sonst hätte ich jetzt auf den Hörverlag eigentlich meinen Hintern verwettet. Ja, hätte eigentlich gepasst, ja. Ach so, apropos, also WDR ist, es ist natürlich auch im Hörspielspeicher verfügbar. Ihr könnt es also auch nachhören. Ja, macht das auf jeden Fall. Lohnt sich. Ja. Ganz, ganz tolle 3 Radiostunden, wirklich. Gönnt euch das. Dann gibt es noch eine Ursendung und zwar am Samstag abends um 18.20 Uhr im SWR 2. Das Hörspiel Metamorphosen aus dem Leben der Maria Sibylla Merian von Patrick Findeis. Eine SWR-Produktion und am Regiepult Kai Gren mit der Musik von Tarwater natürlich. Ich habe reingehört, ich habe angefangen, ich musste irgendwann ausmachen, also nicht, weil es jetzt schlecht wäre. Es ist tatsächlich sehr interessant inszeniert und auch schön inszeniert, aber es ist mir zu viel Hörspielmonolog drin und das ist nicht so wirklich meins, vor allen Dingen nicht über die Dauer von 1,5 Stunden. Das Thema ist jetzt auch nicht so direkt meins und also von daher ist das eher so eine Geschmacksfrage, aber von der Inszenierung, von der Musik und so ist das echt, echt schön geworden. Also wer auf so diese Art von Patrick Findeis Hörspiele, wer damals das Hannelore, hieß es Hannelore? Ja. Ja, also so in dem Format ist es ähnlich, natürlich mit einem anderen Thema, in der anderen Zeit spielt, entsprechend ist es etwas anders inszeniert, aber ja, wie gesagt, also mein Geschmack hat es jetzt nicht 100% getroffen, aber ihr habt ja vielleicht einen anderen. Dann, 8. Januar, 21.05 Uhr bei NDR Info gibt es ein Hörspiel, was ich vor Jahrzehnten gehört habe. Naja, Jahrzehnten ist übertrieben, aber also ein Jahrzehnt ist es mindestens her. Und was mir damals sehr gut gefallen hat, ich habe auch dazu geschrieben, warum mir es gut gefallen hat, aber also ich würde es jetzt nicht mehr auf die Kette bringen, dafür ist es einfach zu lang her. Und zwar geht es um Die Glut von Gendarmerie, eine SRHRB-Koproduktion aus dem Jahr 2000, 84 Minuten, Walter Adler hat Regie geführt. Ihr hört unter anderem Rolf Beusen, Susanne Lothar ist dabei oder Walter Renneisen. Also mir hat es damals richtig gut gefallen, insofern würde ich es euch einfach mal empfehlen wollen. Dann neues Bibelprojekt, Montagnachmittag 14.05 Uhr im HR2, Pfingstwunder von Sibylle Levitscharow. Ja, am Montag, den 9. Januar um 21.05 Uhr gibt es im Nordwestradio den zweiten Teil vom Sherlock Holmes und das Geheimnis des Weißen Bandes. Also müsst ihr ein bisschen hüpfen, also es ist einmal sonntags und eigentlich der Wiederholungstermin. Montagsabends wird auch schon der zweite Teil gesendet, also ein bisschen auf der Hut sein. Dann montagabends 22 Uhr im MDR Kultur, ein Hörspiel, das wir euch mit Freuden schon vorgestellt haben, ist auch schon ein bisschen her. Lady Chatterley's Lover von H.G. Lawrence, eine Produktion von MDR und das Ganze kam dann bei Osterwald Audio auch auf CD raus 2011. Ja, ganz erstaunlich, also ich war baff damals, ja, über diese Geschichte, die man ja eigentlich nur aus diesen verruchten, schlechten Schmuddelfilmchen kennt, wo aber eigentlich ein hochinteressantes und brisantes Drama eigentlich dahinter steckt, das absolut hörenswert ist. Also vor allem in dieser Form, das ist ein ganz tolles Hörspiel. Ja, auf jeden Fall. Würden wir euch beide ans Herz legen, wollen mir das auch mal sehr, sehr gut gefallen. Ja, Bibelprojekt, 10. Januar, dienstags, 14.05 Uhr, HR2, gibt es das Hörspiel Paulus von Feridun Saimoglu. Dann geht es weiter mit dem Orientzyklus. Am Dienstagabend 19.04 Uhr im WDR 3, der 10. Teil dann schon. Ja, um 19.20 Uhr gibt es bei SWR2 eine Ursendung, und zwar vom Hörspiel Katharsis von dem Autor Luz. Eine Neuproduktion mit Ulrich Lampen am Regiepult. Nächstes Bibelprojekt, Mittwoch 14.05 Uhr im HR2.
Die Bibel der Hölle, eine Vision des Dichters, Malers und Kupferstechers William Blake. Das Ganze ist von Reinhold Battberger. Ja, und noch ein Orientzyklus, der 11. Teil, der läuft am Mittwoch, 11. Januar, 19.04 Uhr bei WDR 3. Und am Donnerstag, 19.04 Uhr, der nächste, nämlich der 12. Ja, dann springen wir an den Freitag. Da ist wieder verkaufsoffen und zwar erscheint einiges im Handel. Und zwar das Hörspiel Auerhaus von Boff Berg, eine RBB-Produktion aus 2016, die im Dezember urgesendet wurde. Die ist jetzt ab dem 13. Januar beim DRV im Handel käuflich zu erwerben. Auerhaus in the Middle of the Street, das ist echt witzig. Ja. Dass das auf dem passiert. Und es geht auch, ja genau. Ja. Freitag der 13. Ja, da gibt es dann auch Benjamin Blümchen, die Folge 134, Abschied von Stella. Oh, was ist da wohl los? Wer ist Stella? Keine Ahnung. Und eine neue Folge von Bibi Blocksberg. Die 120, darf es los, auch bei Kiddings. Eine neue Folge Gespensterkrimi wird es auch geben, und zwar ist es schon die 11. Und zwar heißt das Ganze Das Tor zur Hölle und ist von Markus Topf und Annika Strauß und erscheint natürlich bei Contendo bzw. Audionaschine. Jo, dann Sinclair. Auch im neuen Jahr natürlich. Am Freitag gibt es nämlich auch viermal Klassiker vom Tonstudio Braun. Jetzt bei Lübbe. Und zwar die Folge 53, Liebe, die der Teufel schenkt. Folge 54, Angst über London. Das ist diese schräge Folge, in der London irgendwie in die Parallelwelt geschleudert wird oder irgendwie sowas, war das doch? Ja, ist das so die war das in der Sonderedition? Genau, richtig, ja. Dann die 55, Judys Spinnenfluch und die Folge 56, die Rache der Horrorreiter. Und dann gibt es auch noch eine Classics, und zwar die Folge 28, die Geisterhöhle, in der es um eine Biker-Gang geht. Das ist bestimmt witzig. Ja. Ist so klasse, irgendwie nach der letzten Werwolf-Folge kann ich mir vorstellen, ja, das wird bestimmt was. Ja, dann gibt es nochmal ein Hörspiel, was auf CD nochmal neu aufgelegt wird, und zwar Grabbert von Otfried Preußler, die WDR-Produktion aus dem Jahr 2010, die dann auch so um den Dreh beim DRV erstmals erschienen ist. Die kommt jetzt nochmal beim DRV in der neuen Fassung raus, beziehungsweise also neue Verpackung, neue Hülle. Könnt ihr ab dem 13. Januar auch gerne kaufen. Macht das bloß, also wenn ihr es noch nicht habt. Ja, das ist wirklich gut. Ja, dann gibt es auch noch eine Larry Brandt, die Folge 23, Dr. Satanas, Herr der Skelette bei der R&B Company. Nochmal zurück zu Krabat. War das nicht die Folge, wo uns zum ersten Mal Max Maus so gut aufgefallen ist? Jawohl, ich erinnere mich auch noch an die Preisverleihung. War das der Okanus? Ja klar, war ja der Okanus. Ja. Als wir im Hörspielfreunde-Chat vorm Computer saßen, die daheim geblieben sind, du warst, glaube ich, da, ne? Das kann sein, dass ich dann da war, ja. Ja, wir saßen hier vom Rechner und haben im Chat dann immer kurz bevor bekannt gegeben wurde, wer der beste Nachwuchssprecher ist oder Nachwuchspreis oder wie das hieß damals, weiß ich nicht mehr. Und dass dann Max Mauf wurde und dann stand da irgendwie zeilenlang nur noch Mauf, 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 Mauf. Das verbinde ich mit Max Mauf. Ah, okay. Ich meine, heute ist das ist ja quasi schon ein gestandener Schauspieler mittlerweile, oder? Damals kannte ihn noch keiner. Nee, nicht so wirklich. Nur wie die Grabbert gehört. Genau. Ja, dann gibt es eine, ja, wie soll man denn sagen, eine Doppelfolge, schwierig zu sagen. Und zwar Mindnapping und Mord in Serie werden ein Hörspiel rausbringen. Eine Folge gibt es bei Mindnapping, eine Folge gibt es bei Mord in Serie. Mord in Serie macht den Auftakt mit dem Hörspiel Todesjagd, Freelancer 2.0, und Mindnapping folgt mit Todesspiel, Freelancer 3.0. Beides aus der Feder von Markus Topf. Beides mal in jeder Serie die Nummer 25. Ein bisschen blöd ist, ich habe jetzt die Folge Mindnapping gehört, also den zweiten Teil quasi dieses Doppels, und es ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich weiß jetzt nämlich nicht, was ich verraten kann, was zwar in der Folge vielleicht verratbar wäre, aber vielleicht irgendwie in Bezug hat zur ersten Folge und da vielleicht irgendwas spoilern würde, die ich dann halt nicht kenne. Also kann sie jedenfalls zumindest mal die zweite auch getrennt von der ersten hören. Allerdings fehlt einem dann schon so ein bisschen im Aufbau. Das erklärt sich dann zwar im Laufe des Hörspiels,
Aber so richtig die Ausgangslage, die bleibt halt im Dunkeln. Man erfährt zwar, was im Endeffekt passiert und wie es aufgelöst wird, aber wie das Ganze dahin kommt, da müsste man dann halt schon den ersten Teil hören. Ja, das Problem bei den Freelancern ist, es ist halt ein reines Action-Hörspiel, was so thematisch eigentlich nicht zu Mindnapping wirklich gut passt, weil so diese Twists und Wendungen, die man von der Serie so kennt und liebt, die gehen hier natürlich ein bisschen verloren, weil es halt tatsächlich mehr um diese reine Action geht. Insofern, also ich wurde gut unterhalten, aber es ist schwierig, da was zu sagen, weil, wie gesagt, der erste Teil fehlt einem dann doch ein bisschen und von der Inszenierung, ja, ist es so, ist es echt okay. Es ist zumindest mal deutlich besser als die erste Freelancer-Folge, die vor 300 Jahren bei irgendeinem Label rauskam. Ich weiß, ich kann meinen Namen schon nicht mehr merken. Wie hieß sie? Du hast Audiowerkstatt Köln. Audiowerkstatt Köln. War das nicht sogar Markus Topfs eigenes Label? Ich glaube ja. Ja, irgendwie war das Ja. sowas, ja. Ja, ich bin gespannt. Ich habe es noch vor mir. Ich war damals auch kein allzu großer Freelancer-Freund, glaube ich. Glaube ich mich zu. Ach, das ist aber auch so lange her. Puh, keine Ahnung. Ja, das war schon. Guck mal, vielleicht auch mal Hast du über hier noch mit, da Weihnachten. waren die ja noch mit Pferden unterwegs, so langsam. Und Kutschen, genau. Ich habe heute erst von einem gehört, der für den Geburtstag seiner Freundin eine Kutsche in den Hof stellt. Fand ich irgendwie sehr schräg. Winter Wonderland, ja. Ach, wie schön. Auch ich dachte, also mir fehlt irgendwie so eine romantische Ader anscheinend, um sowas gut zu finden. Wirklich. Ja, könnte ich mal die alte Folge vielleicht mal auspacken? Ich habe nämlich meine Sammlung sortiert. Das hat mich Ach, je. tatsächlich 2 Tage gekostet. Kein Scheiß, wirklich 2 Tage. Ich glaube, wenn ich anfangen wollte, meine Sammlung zu sortieren, ich würde da nie wieder rauskommen, weil du hast ja wenigstens schon so eine Grundordnung gehabt. Ist alles alphabetisch. Ja, bei mir ist es alles chronologisch. Das habe ich nämlich jetzt auch angefangen. Also hiermit aus Gründen der Faulheit. Einfach so, ach, hier, 2, 3 Monate Genau. hier, komm, schieb Ich, nach jedem Orcast nehme ich den Stapel CDs, der links jetzt vor mir sitzt, und trage den ins Regal und stelle den da rein, wo Platz ist. So sieht's auch aus. Nee, also da bin ich zu erpicht drauf, Sachen wiederzufinden irgendwie. Also Ja. das will ich dann immer irgendwie so Sachen wiederfinden. Also lustig, was einem da alles begegnet. Aber Freelancer, das wäre eigentlich eine Idee, das nochmal rauszukramen. Ja. Auch mit Abstand nochmal hören. Das ist bei manchen Sachen echt witzig, glaube ich. Ja. Ja, mit Abstand nochmal hören. Nee, passt nicht wirklich hundertprozentig, aber so halb. Wir hatten euch ja eigentlich im Dezember angekündigt, dass es die erste, nee, im November, dass es die erste Staffel quasi parallel zum Erscheinen der zweiten Staffel von Monster 1983 auf CD geben wird. Dem war ja dann leider nicht so. Das ist ja verschoben worden. Und zwar soll das jetzt eben am Freitag, den 13. im Handel erscheinen. Ja, und zwar gibt es das Ganze dann quasi in 2 Blöcken, Tag 1 bis 5 und Tag 6 bis 10. Die Geschichte ist von Ivar Leon Menger, Annette Strohmeier und Raimund Weber, kommt dann eben bei Lübbe Audio, wie gesagt, auf CD raus. Und ja, was soll man da noch groß dazu sagen, außer das muss man gehört haben, da kommt man ums Verrecken nicht dran vorbei. Das war ein Highlight vergangenes Jahr, die zweite Staffel und die erste Staffel war auch grandios und das muss man einfach hören. Punkt. Deshalb wurden ja nicht gerügt, dass wir immer zu sehr, zu oft sagen, das wäre so super und so, aber hier stimmt es halt mal. Naja, Ausnahmsweise. wenn du dir zum Beispiel den November anguckst, wie krass gut der November war, Ja. obwohl da hatten wir, haben wir auch gemotzt, so ist es ja auch nicht. Ja, Aber aber ich glaube, wir mussten ja auch viel. Das geht das halt sind oft aber ohne. auch eigentlich, das sind irgendwie so 10 bis 15 hammerstarke Hörspiele rausgekommen. Also irgendwie gefühlt selten so einen krass guten Monat gehabt wie den November. Ja, das Das war stimmt, ja. einfach der Hammer. Und da, was soll man dann sagen, dass es scheiße ist oder was? Ja, Ja, ist so schade. wahr. Die sind ja nicht der Schlehhans. Ja, genau. Wo wir zumindest noch nicht sagen können, wie gut oder wie schlecht es wird, ist am Freitag, den 13., was auch erscheinen wird, und zwar Oscar Wilde und Microphones. Ich habe zwar eine Ahnung, wie es wird, aber Na, ich warte lasse mal mich dann ab. doch nochmal überraschen. Vielleicht schlägt er dann auch so eine Kerbe wie bei Jules Verne, dass dann auf Kann einmal wieder sein, eine ja. gute Folge kommt. Ritual des Grauens heißt übrigens die neue Folge, ist die 7. Jo, dann gibt es auch eine neue Folge Team Undercover, die 19. Das ist dann der Abschluss dieser Wir fahren mal nach Amerika und es passieren Sachen zwischendurch. Reihe, Mini-Reihe. Nämlich die Rache der Geisterpiraten. Da sind sie dann da, wo sie eigentlich ursprünglich hin wollten, nämlich an diesem Filmset. Genau, und crossovern dann mit der Lesung der Geistersturm. Ich bin ja Ja. riesen, hast schon mal erwähnt, dass ich ein riesen Crossover-Fan bin.
Das kann schon funktionieren, aber. Also hier, ja. Gabriel Burns und Point Whitmark fand ich damals ganz witzig, wie sie das gemacht haben. Ja, es ist halt witzig, ja, aber es ist jetzt. Nee, ist, ich habe auch momentan ist es mir einfach auch einfach zu viel. Ja. Ich hatte ihn undercover, hat neulich mit Morgan und Bailey in der letzten Folge, jetzt im Geistersturm. Naja. In der 20 werden sie dann die Haselnüsse für Aschelbrödel raussammeln. Ich hoffe nicht. Nee, es ist mir ein bisschen zu viel. Naja. Aber es ist nur meine bescheidene Meinung. Ach komm, ich mach da wieder Umklapp dabei. Ja, eine Ursendung gibt zum Umklapp. Okay, 1-1. Nee, 2-2. Nee, 2-1. Ach so, ich hätte ihn jetzt geteilt. 1,5 zu 1,5. Ach so, du wolltest ihn teilen. Okay, genau. Der Teilen ist gut. Wir müssen ja ein bisschen mehr, wir brauchen mehr Harmonie im Orchester. Richtig, ja. Und halt teilen. In diesen harten Brüderlich Zeiten. Brüderlich wird dieser Orchester geteilt. Genau. Eine Ursendung als Audioart, also etwas Künstlerisches auf die Ohren. Silent Constructions von Jürgen Seitzew heißt das Ganze. Ist eine Neuproduktion vom Deutschlandradio und läuft, wie gesagt, am 13. Januar um 0.05 Uhr beim Deutschlandradio. Wo du gerade Ursendung sagst, da haben wir doch noch eine. Und zwar mit anschließender Downloadmöglichkeit sogar im SRF 1 am Freitag um 20 Uhr abends gibt's Ich bin der Basie Frau. Moment, das lief doch schon mal, oder? Von Pierre Kretz. Ja, und zwar, weil das Ganze wieder ein dreisprachiges Hörspiel ist. Das, okay. Das hatten wir ja vor 1 oder 2 Jahren schon mal mit diesem Busfahrermonolog, dass man, also man wird in Alemannisch, in Badisch und in Elsässerdeutsch. Also Ürnerdeutsch, Elsässerdeutsch und Badische Mundart. Genau. Die drei alemannischen Sprachen werden im Hörspiel quasi dargestellt. Ich habe da gerade nur die Hälfte verstanden. Ürnerdeutsch. Ich kenne mich, glaube ich, mit Dialekten einfach nicht. So gut wie gar nicht aus. Ich kenne halt hier Plattdeutsch und das war es dann, glaube ich. Bayerisch, okay. Also wo es wirklich halt im Bereich quasi andere Sprache schon geht. Also Alemannisch, wenn man das, da versteht man ja gar nichts mehr dann, oder? Wenn man das so richtig durchzieht. Ich glaube, das wird dann, glaube ich, richtig schwierig, ja. Also und so keinerlei Zugang hat, sagen wir mal. Ja, ich bin mal gespannt. Also 2 produziert der SWR, 1 der SRF und wie gesagt, das eine ist schon im Dezember gelaufen und das andere läuft dann jetzt, also 1 davon läuft jetzt im Januar und der Rest wird dann auch kommen. Obwohl leider hat der SWR 4 noch nichts gesagt, wann ihre beiden Mundart-Hörspiele laufen im Januar. Die fehlen noch. Obwohl in Badisch stelle ich es mir lustig vor. Badisch finde ich einen sehr lustigen Dialekt tatsächlich. Also wenn man die Leute anguckt, die Badisch reden, das ist immer sehr lustig. Ja. Dann gibt es ein Hörspiel nochmal zu hören im SWR 2 am Freitagabend um 22.03 Uhr, nämlich den Doberschütz. Und zwar Doberschütz und der Krieg der Generäle. Das war der zweite. Doberschütz. Genau. Ich fand den trotzdem gut. Also, der ist immer noch gut, ja klar. Ich würde auch gar nicht mal so viele Abstriche machen. Der war halt ein bisschen anders als erst. Er war anders, ja. Ja. Könnt ihr hören. Könnt ihr aber auch im Umklapp um 0.05 Uhr ach, komm, hör auf, den zweiten Teil von der Schwarzen Wolke hören. Das war hinterrücks war das. Ja, von wegen brüderlich. Ich fand das sehr, sehr harmonisch eingebracht von mir. Ja, ist klar. Mit ganz viel schon auf, Liebe serviert. Schon auf Krawall gebürstet Anfang des neuen Jahres, ja. Ja. Schönes Ding, doch. Hört mal rein. Ebenfalls in Dash und Zoe. Also das Hörspiel kann nichts dafür. Ja. Dash und Zoe, ganz tolles Hörspiel. Das hatten wir euch doch auch schon mal vorgestellt, oder? Ich meine auch, ja. Ja, also wirklich ein ganz, ganz, ja, eine Art ja, Liebesgeschichte letztlich. Das gibt's zu hören im HR2 um 14.05 Uhr am Samstagnachmittag, 14. Januar sind wir angekommen. Ja, Regie Robert Schön, Musik von Henrik Albrecht, die wunderschön ist. Und das Ganze, also die Geschichte ist von Robert Swindles und bearbeitet von Heidi Knetsch und Stefan Richwin. Und es geht um, ja, ganz klassisch, Dash ist der Arme und Zoe ist die Reiche quasi. Und die zwei treffen eben quasi aufeinander. Und ja, da entsteht dann so eine schöne Liebesgeschichte, so eine ein bisschen durchgeknallte und Abenteuer und Grenzüberschreitung, halt alles, was in solche Geschichten halt reingehört. Viel, viel Emotion und das fand ich super. Ist es auch. Es ist ein wirklich schönes, wunderschönes Hörspiel. Mhm. Ja, 19.05 Uhr gibt es bei WDR 5 und Kira K. das Hörspiel Die Räuber vom Yangshan Moor Teil 2 zu hören. Dann, ach Mensch, eine meiner Lieblingsautoren, Autorinnen, Mariana Leki. Das wundervolle Hörspiel Der Aufzug gibt es auch am Samstag, den 14. Januar um 20 Uhr im SRF 2 Kultur nochmal zu hören. Ah, Regie, die wundervolle Petra Feldhoff und ein ganz, ganz tolles Zwei-Personen-Stück. Ja, eine Frau, eine Mitvierzigerin und ein Arzt bleiben in einem Aufzug stecken. Das war es eigentlich schon.
Aber Hörspielung. ganz wundervoll. Ja, apropos zweiter Teil, der Schneemann kommt auch als zweiter Teil. Jörg Fausers Hörspiel vom SWR aus dem Jahr 2010 läuft 14. Januar 21:05 bei NDR Info. Dann Audioart, eine Ursendung, und zwar 23:05 Uhr im HR2 am Samstag. Serpentina gehört von Bernhard Leitner. Ja, die Räuber vom Yangshan Moor, der zweite Teil, gibt es auch nochmal am Sonntag, 15. Januar, 14:05 Uhr bei WDR 5 und im Kiraka. Dann Freunde der Klassiker, aufgepasst. Am 15. Januar um 15 Uhr im BR2 gibt es eine Ursendung, nämlich den ersten Teil von Das Schloss von Franz Kafka. Ja, eine Koproduktion von BR mit dem Hörverlag zusammen. Da gibt es das Ganze dann auch auf CD im neuen Jahr. Und ja, am Regiepult sitzt Klaus Bulert. Ja, ich Ja. bin gespannt. Ich weiß nicht, ich bin einfach kein Kafka-Fan. Es gab eine Verhörspielung von der Verwandlung, die ich ganz gut fand mal, aber ansonsten, ich bin irgendwie, Kafka ist irgendwie nicht so meins. Das ist zwar hier das Schloss, Ja. das ist eine spannende Geschichte, geht es ja um Bürokratie und so, aber ich weiß nicht. Ich lasse mich Ich mal weiß halt in überraschen. der Länge, kann ich mir das auch gar nicht gut vorstellen. Wie viele Teile hat das? 12. Um Himmels Willen. Ja. Ach, ist das das große BR-Ding dann? Nee, das ist doch immer im Genau, das ist Dezember, oder? alljährliche Beerding. Kam das nicht immer im Dezember? Normal, also es wundert mich jetzt auch, dass es am 15. Januar anfängt, aber was hat man im Dezember? Hat man im Dezember nicht, man hat doch schon mal einen Kafka gehabt. Der Der Prozess, Prozess, genau. Im Dezember lief der Prozess und jetzt schließt man dann die Ursendung an. Ich weiß nicht warum, aber macht man jetzt halt mal so. Ich hätte eigentlich gedacht, dass man das Schloss dann im Dezember auf den Feiertags hat, wo man vielleicht ein paar mehr Hörer kriegt, aber na gut, so ist Naja. es halt. Verteilt sich ein bisschen. Das Ganze wird dann bis März dauern, bis es dann durch ist. Kommt's Ja, aber, kommt begleitet uns vorher das ein dann bisschen. beim Hörverlag raus, oder? Ja, ich glaube so mit den letzten Folgen irgendwann, Aha. kurz vor Abschluss, ich glaube Anfang März wird es im Hörverlag erscheinen. Naja.